Kurz nach Weihnachten in diesem Jahr war ich bei einer Familie eingeladen und da lag auf dem Boden ein großes Puzzle und es war schon fast fertig, aber noch nicht ganz. Und nebendran war die Kiste, wo das Bild abgebildet war. Mont Saint-Michel in Frankreich, im Norden, da diese Insel. Über 1000 Teile hatte dieses Puzzle. Also ich habe schon das fertige Bild gesehen, auf dem Boden war es noch nicht ganz fertig. Ich kann mich aber auch erinnern, als ich klein war, ich hatte auch ein Puzzle, nicht so viele Teile, und da fehlte ein einziges Stück. Und ich habe das gemacht und ich war fertig, aber ein Stück fehlte. Das war ziemlich genau in der Mitte. Und jeder, der das Puzzle angeschaut hat, hat dann nur auf diesen einen Punkt geschaut. Das, was fehlt. So sind wir ja oft auch bei unseren Mitmenschen. Er ist in sich fast perfekt, oder? Aber der eine schwarze Punkt, den sehen wir sofort. Ich habe dieses Experiment immer mit den Schülern gemacht. Dann habe ich ihnen eine weiße Wand, die Wandtafel, da habe ich mit der Kreide einen weißen Punkt gemacht und gesagt, was seht ihr? Alle haben den Punkt gesehen. Aber das, was rundherum ist, hat man nicht gesehen. Es ist ja oft so. Aber Gott ist der Vollkommene. Er ist die Fülle. Und er möchte uns das ganze Bild zeigen. Und heute, wenn wir die Lesung hören oder auch jetzt das Evangelium gehört haben, dann gibt uns Gott ein Bild. So wie diese Familie Mont Saint-Michel das Bild hatte, so will uns Gott heute durch die Lesung und das Evangelium ein Bild schenken. Und dieses Bild hat eine Botschaft. Mich dürstet es nach deinem Glauben. Gott, hier am Kreuz dargestellt, der ja am Kreuz selbst sagt, mich dürstet. So groß ist seine Liebe. Und die Botschaft heute ist nur diese. Mich dürstet es. Ich habe Sehnsucht nach deinem Glauben. Und die Frage heute ist, gib ich Antwort oder eben nicht? Gehen wir ganz kurz diese Lesung ein bisschen chronologisch durch. Die erste Lesung, Buch Exodus. Exodus heißt der Auszug. Also Moses führt das auserwählte Volk von Ägypten ins gelobte Land oder anders gesagt, von der Sklaverei, denn sie wurden versklavt, diese 300 Jahre, die sie dort waren, wurden sie immer mehr versklavt und waren nur noch Arbeiter. Er führt sie von der Sklaverei heraus in die Freiheit. Und dieses Herausführen hat 40 Jahre Weg gebraucht. Denn es braucht Zeit, bis wir herausgeführt werden von dieser Versklavung hinein ins gelobte Land, wo eben Milch und Honig fließen. Und unterwegs, diesem Auszug, fängt dann das Volk schon bald an zu murren. Und sagt, wir hatten doch alles in Ägypten. Warum hast du uns herausgeführt? Wir wollen wieder zurück zu den Fleischtöpfen in Ägypten. Wir wollen wieder in die Versklavung. So ist der Mensch. Der Mensch sehnt sich oft nach dem zurück, wo er genau weiß, es tut ihm nicht gut. All das, wir kennen es, die Sünden, die Sachen, die wir manchmal machen tagsüber, wo wir merken, es tut mir eigentlich gar nicht gut. Und doch sehnt sich mein Herz irgendwie danach. Und wir denken, das gibt uns die Liebe, aber nein, es gibt uns nicht die Fülle. Es täuscht etwas vor. Und Moses schlägt dann mit dem Stecken an den Felsen und Wasser quillt hervor, eben das lebensspendende Wasser. Und das ist ein Sinnbild für das, was wir dann nachher hören im Evangelium. Oder jetzt eben auch gehört haben. Aber zuerst noch dieser Satz, den wir gehört haben, weil das ist auch ein Puzzlestück jetzt in diesem Zusammenfügen von diesem Bild. Eben mich dürstet es nach deinem Glauben, wenn es hier heißt, hört auf die Stimme des Herrn, verhärtet nicht euer Herz. Ja, wir sehnen uns zurück nach dem Fleischtöpfen, weil unser Herz verhärtet ist. Weil wir nicht wirklich hinhören.
auf die Stimme des Herrn. Und die Stimme des Herrn ist im Wort Gottes einerseits und in der Lehre der Kirche. Aber die wollen wir oftmals nicht hören. Wir denken, naja, nein, das ist abgelaufen, braucht man nicht mehr heute. Das muss man neu auslegen. Nein, hören wir darauf und wir werden ins Land geführt, wo Milch und Honig fließen, wo die Freiheit ist. Und jetzt im Evangelium, da kommt Jesus an einen Brunnen in Samarien. Und Jesus macht alles falsch, was ein Jude eigentlich falsch machen kann. Wirklich, alles. Weil all das durfte macht. Er hat jedes Tabu gebrochen. Erstens mal hat er alleine mit einer Frau gesprochen. Das geht als Jude nicht. Das machst du. Zur damaligen Zeit war das nicht üblich. Wenn kein anderer Mann dabei war oder sonst irgendjemand, das geht nicht. Dann hat er eine Samariterin angesprochen. Die Samariten waren das abgefallene Volk. Ein Jude, ein frommer Jude, hat niemals zu Samariten gesprochen. Dann hat er noch über Theologie gesprochen. Das geht auch nicht. Zu einer Frau hat man nicht über Theologie gesprochen. Deshalb hat die Martha sich aufgeregt, dass Maria da Jesus zuhört. Es geht doch nicht. Sie muss arbeiten im Haushalt. Also letztlich hat Jesus hier jegliches Tabu gebrochen. Und wann spricht er sie an? Zur Mittagsstunde. Da, wo niemand am Brunnen war, weil das ist Mittagshitze, da kommt jetzt diese Samariterin zum Brunnen. Warum? Ja, weil sie nicht gesehen werden möchte, weil sie Angst hatte, weil sie eben wusste, sie ist Sünder. Sie hatte schon 5 Ehemänner und lebt wieder mit einem anderen zusammen. Und deshalb ist sie zur Mittagszeit gegangen, um nicht sich erklären zu müssen bei den anderen Frauen. Doch Jesus wusste es und genau zur Mittagszeit wartet er auf sie dort und fragt sie nun, gibst du mir etwas Wasser? Oder anders gesagt, gibst du mir deinen Glauben? Glaube im Lateinischen heißt credere, gor, dare, sind diese zwei Wörter, gor, Herz, dare, geben. Gibst du mir dein Herz? Und die Frau meint natürlich, er spricht vom Wasser in diesem Brunnen, aber Jesus spricht von einem ganz anderen Wasser. Von dem lebendigen Wasser. Das Wasser, das Leben schenkt. Ist Symbol für den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist vom Wesen her die Liebe Gottes. Also Jesus spricht von der Liebe. Gib mir deine Liebe, gib mir deinen Glauben. Ich sehne mich danach, dass du mich liebst. Ich weiß, dein Herz ist gebrochen. Warum ist es gebrochen? Weil du immer wieder zu den Fleischtöpfen zurückgegangen bist nach Ägypten. Ja, sinnbildlich gesprochen. Sie hat gemeint, sie könne ihre Liebe, ihr angenommen sein, das Geliebtwerden bei diesen Männern finden. Na, ihr lieben Frauen, Ehefrauen, ihr findet euer Geliebtsein, euer Angenommensein nicht bei eurem Ehemann. Natürlich gilt das auch umgekehrt. Nein, letztendlich findet es ihr nur bei Gott. Das heißt es ja so schön, Liebe heißt nicht einander in die Augen schauen, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung, auf Christus hin. Da, wo das lebendige Wasser hervorsprudelt. Er will dein Brunnen sein, deine Quelle sein, deine Quelle der Liebe. Und da wird deine Sehnsucht gestillt. Da bist du angenommen, so wie du bist, auch mit deinen Fehlern. So wie diese Samariterin hier, die schon 5 Ehemänner hatte. Sie ist angenommen von Jesus. Und das ist es, wo zu Jesus uns immer mehr führen möchte, wo die Kirche euch alle, uns alle hinführen möchte, in dieses Angenommensein, in dieses Geliebtsein. Doch wir suchen dieses Geliebtsein oft in unseren Süchten. Die Psychologie macht über 120 verschiedene Süchte ausfindig. Über 120, und das ist nicht nur Alkohol, Nikotin, vieles anderes, zum Beispiel die Ehrsucht. Ja, wir suchen die Ehre. Und die Sucht, was macht die Sucht? Sie verspricht viel, Fleischtöpfe in Ägypten,
gibt wenig, weil es sättigt mich nie ganz, und nimmt alles, weil es nimmt mir meine Freiheit. Aber die Freiheit, die bekommen wir nur im gelobten Land. Da, wo Milch und Honig fließen, da, wo die Schätze der Gnaden fließen, eben aus den Sakramenten heraus, da dürfen wir von der Fülle empfangen. Und deshalb sagt Paulus dann, und das ist wieder ein Puzzle, das hier zusammengefügt wird zu diesem einen Bild, mich dürstet es nach deinem Glauben, wo es denn eben heißt, die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der Heilige Geist in uns. Und jetzt sagt Jesus zu dieser Frau, wie wir zu diesen Gnadenschätzen kommen können, indem wir anbeten im Geist und in der Wahrheit. Im Geist ist klar, im Heiligen Geist, der uns gegeben ist durch die Taufe. Und nur im Heiligen Geist sind wir fähig zu dieser Liebe. Und das Zweite ist jetzt eben auch wichtig, in der Wahrheit. Und was meint hier eben Jesus in der Wahrheit, in der Wahrhaftigkeit mir selbst gegenüber, dass ich selber eingestehe, wer ich wirklich bin, nämlich ich bin nichts und Gott ist alles. Und in mir bleibt immer irgendwo eben ein Stück Schuldhaftigkeit da, Sünde, Gebrochenheit, in mir bleibt Unvollkommenheit. Aber ich soll mich danach ausstrecken nach der Vollkommenheit und immer diese Vollkommenheit im Blickwinkel haben. Und deshalb dürstet es den Herrn vom Kreuz herab, dass wir jetzt sein kostbares Blut annehmen, indem wir uns wirklich reinigen lassen. Und ich habe es zu Beginn der Heiligen Messe gesagt, reinigen lassen in diesem kleinen Ort der Reinigung dort hinten, dem Beichtstuhl im Sakrament der Versöhnung. Und da geht es nicht darum, dass Jesus uns und auch die Kirche oder die Priester uns ständig niedermachen wollen und sagen, ja, du bist ja nichts wert und überhaupt, du bist ein Sünder. Jesus hat das der Samariterin nie vorgeworfen. Nein, sondern es geht darum, wenn wir da hineingehen, kommen wir heraus als neue Menschen, die eine neue Beziehung mit ihm leben dürfen. Genauso wie ein Gärtner immer wieder neu schaut, eben, ja, dass der Garten gepflegt ist. Er schaut auf die schönen Pflänzchen, die wachsen, er begießt sie, er schaut, dass die Erde gut ist. Und von Zeit zu Zeit, schaut er, dass das Unkraut wegkommt, dass es keine Mäuse hat und die Schnecken weg sind. Das macht er ab und zu, aber nicht jeden Tag. Und genauso soll der Mensch seinen Herzensgarten pflegen, indem er immer wieder umkehrt und Gott bittet, ihn neu zu gestalten, neu zu machen. Ihr Lieben, im Geist und in der Wahrheit sollen wir Anbeter sein. Im Heiligen Geist, der uns die Fülle schenkt, der uns jetzt fähig macht zu dieser Liebe und in der Wahrhaftigkeit, dass wir eben wirklich wahrhaftig zu uns selber sind und bekennen, ja, wir sind Sünder, aber wir dürfen wissen, wir sind vollkommen geliebt und den Herrn dürstet es, er hat Sehnsucht, dass wir eben unseren Glauben ihm schenken. Im Ruf vor dem Evangelium haben wir gehört, Herr, du bist der Retter der Welt. Er ist der Retter. Gib mir lebendiges Wasser, damit mich nie mehr dürstet. Das ist das Ziel, worauf wir hingehen jetzt, dieses lebendige Wasser, das dann in der Osternacht auch eben besprengt wird, die Gläubigen, das Osterwasser, das eben auch die Katechumenen zur Taufe hinführt. Und wir dürfen die Tauferneuerung empfangen in der Osternacht. Deshalb auch dieses Evangelium am dritten Fastensonntag. Das lebendige Wasser gibt uns der Herr und nicht Ägypten,
Ah, die Süchte, wo wir meinen, wir werden angenommen und geliebt. Nein, geliebt und angenommen, ihr Lieben, werden wir jetzt, heute, wenn wir ihn empfangen dürfen. Legen wir jetzt das Brautkleid an, auch innerlich, verhärten wir nicht unser Herz, wenn der Herr jetzt Wohnung nimmt in uns und eins werden möchte mit uns. Amen.